Jetzt geht's los. Anlauf wird präsentiert von der Heimatkrankenkasse. Ja, ich glaube, das Ergebnis war für uns dann schlussendlich enttäuschend. Haben uns viel vorgenommen für das Spiel, dass wir das Gute von Paderborn mitnehmen. War aber dann schlussendlich ein komplett anderes Spiel. Sandhausen hat komplett defensiv agiert, wir mussten das Spiel machen, haben uns da im letzten Drittel ein bisschen schwer getan, hatten sehr viel Ballbesitz, aber nicht viel Zwingendes. Dann ja, nach der Halbzeit war dann diese krasse Fehlentscheidung, aber ja, da will ich jetzt nicht auf den Schiedsrichter ausreden, es passiert immer wieder im Fußball. Wir haben es aber dennoch nicht geschafft, dass wir uns mehrere Chancen ausspielen, und ja, dann kommt halt ein 1-1 dabei raus, haben dann Moral bewiesen, das müssen wir auch mitnehmen in die nächsten Spiele, diese Moral, und ja, wie gesagt, für uns schon ein enttäuschendes Ergebnis. Ja, schlussendlich ändert sich da nicht viel für mich, ich bin zwar eine Position weiter hinten, habe das auch in Österreich schon mehrmals gespielt, ja, war jetzt nicht so ein Neuland für mich. Ja, ist natürlich ein bisschen anders, ist es, weil du viele lange Bälle hast, viele Kopfballduelle, ja, bist eigentlich da quasi mit den anderen Innenverteidiger ziemlich das letzte Glied. Und aber ja, fühle mich auch auf dieser Position wohl, aber meine Lieblingsposition ist dennoch die 6, und wie gesagt, wenn der Trainer mich auf der Innenverteidigerposition braucht, spiele ich auch Innenverteidiger. Ja, Unterschied ist natürlich, im Mittelfeld musst du wissen, was vor dir ist, hinter dir ist, rechts, links ist. Als Innenverteidiger bist du quasi der letzte Mann mit dem Torhüter und mit den anderen Innenverteidigern, und du hast das Spiel vor dir. Das sind so die krassen Unterschiede für mich. Ansonsten muss man auch als Innenverteidiger nach vorne verteidigen. Ja, also wie gesagt, ist jetzt nicht so eine krasse Umstellung, wie wenn du jetzt vielleicht als Linksverteidiger in die Innenverteidigung rückst oder sonst, oder als Innenverteidiger auf die linke Verteidigerposition, das ist schon eine Umstellung, glaube ich. Ich glaube, dass die ähnlich auftreten wie Paderborn, die haben eine krasse Offensive, die schalten auch relativ um, da müssen wir gewarnt sein, aber müssen auch wieder unser Spiel durchziehen, so wie wir gegen Paderborn gespielt haben, vorne drauf, die Zweikämpfe annehmen und mutig auftreten und auch die Moral jetzt vom letzten Spiel mitnehmen. Klar sind wir enttäuscht von einem Punkt nur, aber ja, es geht immer weiter. Und wir dürfen die Köpfe einfach nicht hängen lassen, weiter hart arbeiten, und ja, wir müssen dann irgendwann belohnt werden. Meine Tochter war schon 2-3 Mal im Stadion. Ja, die liebt auch den Fußball. Die kickt auch schon mit dem Ball herum. Ja, bedeutet mir natürlich auch sehr viel, wenn die im Stadion ist mit meiner Freundin. Sehr schön, gibt mir natürlich auch Kraft und Energie für das Spiel. Ja, freue mich immer wieder. Weihnachten sieht heuer so aus, dass wir hier in Bielefeld bleiben, da wir ja noch bis 22. spielen, und am 3. Jänner schon wieder losgeht, ist das für mich zu kurzfristig, da wir in Österreich 2 Familien haben, die auch 200 Kilometer entfernt sind, und das ist schwieriger zu vereinbaren, und deswegen haben wir uns also, ja, dafür entschieden, dass alle, also beide Familien von meiner Freundin und von mir hier hochkommen, Weihnachten bei uns feiern. Ja, da gibt es natürlich dann traditionelle österreichische Küche zu Weihnachten. Dann werde ich mich wahrscheinlich, werde mal ein bisschen Pause machen, 5-6 Tage, dann werde ich mich wieder richtig vorbereiten auf die Rückrunde. Und ja, so sieht Weihnachten bei mir aus dann. Wie bist du auf die Trikotnummer 19 gekommen? Ja, gute Frage. Meine erste Station in Österreich in der Bundesliga, da war diese Nummer zufällig frei. Mittlerweile verbinde ich sehr viel mit dieser Nummer. Meine Tochter ist am 19.09.2017 geboren. Ja, das ist jetzt eine große Verbindung, und würde die Nummer gerne halt auch bis zum Ende meiner Karriere behalten. Was machst du, um dich mal vom Fußball abzulenken? Ja, wenn ich mal nicht am Fußballplatz stehe, dann verbringe ich sehr viel Zeit mit meiner kleinen Familie, sehr viel Zeit mit meiner kleinen Tochter. Ja, das hat für mich Vorrang, das ist auch mit das Wichtigste für mich, und wie gesagt, Zeit mit der Familie.